der Kinder und der Lehrer heiße ich Sie herzlich heute hier willkommen zur Einweihung unseres neu gestalteten Schulhofes. Wir freuen uns, dass Sie da sind und ich möchte auch niemanden vergessen zu begrüßen. Unsere Elternvertreter, die zum Teil hier sind und Vertreterinnen, herzlich willkommen. Unter uns ist der Dr. Theres, der Bezirksbürgermeister. Das hat noch eine besondere Bewandtnis. Wir werden nachher im Verlauf des Programms noch darauf zu sprechen kommen. Die Vertreter des Bezirksrats und aller politischen Parteien, die hier sind. Frau Bock ist mit bei uns. Sie ist seit einem Jahr ja nicht nur hier an der Schule tätig, aber zusammen mit ihrem Mann vertritt sie hier die örtliche Presse, auch eingeladen ist. Wie war das denn mit den Planungen? Das hat dann eine Zeit lang gedauert, bis dann endlich hier der erste Spatenstich gemacht wurde. Das war dann nach den Herbstferien 2010, in einer Jahreszeit, wo es ja schon relativ nass war. Und der Schulhof dann teilweise wirklich schlecht zu benutzen war, aber wir haben das alles gut überstanden. Wir hatten zeitgleich ja noch die Turnhalle geschlossen, weil das Dach repariert werden musste. Also wir hatten schon einige Engpässe da zu überwinden, aber es hat alles funktioniert. Besonders stolz sind wir natürlich, wir freuen uns über ganz viele Dinge, die hier passiert sind. Also man sieht manches gar nicht, das ist im Boden drin. Das heißt hier zum Beispiel, wo wir jetzt stehen, da war sehr häufig eine Schlammwüste entstanden, wenn es einfach nur mal geregnet hat. Da sind also Drainagen eingezogen worden. Das heißt also, es ist ganz vieles hier auch am Hang gemacht worden, was Sie jetzt hier von außen nicht sehen können, aber was natürlich eine Menge Geld auch verschluckt hat. Ja, die Kinder sitzen und sie stehen auch zum Teil hier in unserem kleinen, Freilichttheater, das wir heute zum ersten Mal hier einweihen. Und das hat uns besonders viel Freude gemacht. Das kann man sehr vielfältig nutzen im Unterricht zu den unterschiedlichsten Anlässen. Und heute werden wir dann mal sehen, wie wir damit zurechtkommen. Ein weiteres Highlight ist dann der Bolzplatz, besser gesagt Fußballplatz. Bolzplatz ist ja eigentlich nicht mehr der richtige Ausdruck, denn hier haben wir einen besonderen Belag. Ein Multifunktionsfeld mit einem speziellen Belag, der dann eben auch gleich abtrocknet. Selbst der Fangzaun, der hohe Fangzaun, ging zum Wald hin. Der wurde noch in letzter Minute fertiggestellt. Und viele Instandsetzungsarbeiten auch. Dem Förderverein danken wir ganz besonders für die Finanzierung eines Bodentrampolins. Das ist am anderen Ende des Schulhofes zu sehen. Da müssen, glaube ich, auch noch ein paar Arbeiten gemacht werden, was die Sicherheitslage anlangt. Ja, und ansonsten werden wir uns noch kümmern, unsere Hüpfpfosten sind verschwunden und die Balancierstange aber nicht einfach so verschwunden, sondern die waren einfach vom Zahn der Zeit her gesehen so marode, dass man sie entfernen musste. Aber wir werden sehen, dass wir das nochmal neu hinbekommen, denn das ist eine ganz sinnvolle Geschichte. Laufbahn, Sprunggrube, alles ist da und das haben wir gestern alles voll ausgenutzt bei den Bundesjugendspielen. Auch zu diesem Punkt sagen wir später noch. Ja, komm, komm, komm.
Also zunächst ist es mal eine Überraschungskiste, weil wir alle noch nicht wissen, was drin ist. Wir gucken mal hinein. Gut, gut, gut. So. Also wir sind ja als Mitglieder im Bezirksrat, das sind so die gewählten Vertreter, die euch und eure Eltern in der Politik vertreten und eure Wünsche erfüllen sollten, wenn es irgendwie möglich ist. Und in diesem Fall haben wir das auch gemacht, dass wir gesagt haben, aus dem Geld, was zur Verfügung steht, machen wir euch ein Geschenk. Und ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, wenn Kinder spielend lernen. Und deswegen haben wir die Spielekiste mitfinanziert. Der Schulleitung auch herzlichen Dank, dass es so eine Idee gehabt hat, das zu machen. Ich wünsche euch mit dieser Spielkiste viel Vergnügen, lernt dabei. So, jetzt ran. Wer nimmt das in Empfang? Der kommt. Ja, da kommt jemand her. So. Ja, komm ruhig mal. Komm, ja. So, jetzt guckt ihr mal rein, einfach nimmt jeder mal was raus und hält das hoch, was da drin ist. Am besten so einer nach dem anderen. Ja. Ja. Halt's mal hoch. Also es sind sehr viele Sachen drin, die die Bewegung fördern. So, also nicht, dass jetzt noch einer da hineinfällt. Gut, ihr habt jetzt schon ziemlich viel gesehen. Macht mal wieder hinein. Also der Inhalt der Spielekonne sind Softbälle, Pferdegeschirre, Swingloop, Gummikist, Rolltreps, Moonhopper-Sport, Tischtennisschläger, Softschlagball, Gymnastik, Springseile, Schleuderball, Bungeeball, Softwurfspieß, Schaumstoffbälle, Dosenwurfspiel und Ringe. Also jede Menge, die dazu geeignet sind, dass die Kinder ihre Bewegungsabläufe gut eintrainieren können. Also das wollte ich jetzt gerade fragen, wer entscheidet, wer was bekommt? Also das wird so sein, dass diese Spinnkiste in der großen Pause hier auf dem Schulhof sein kann. Und vielleicht, Frau Hertha kann dazu vielleicht mal kurz etwas sagen. Wir haben uns etwas ausgedacht, wie das ordentlich ablaufen kann. Ja, das heißt also, denn sonst gäbe es ja gewissen Stress. Ja? Aber wir haben uns dabei was ausgedacht. Vielleicht könnt ihr gerade mal alle zuhören, wie das künftig sein kann, wenn man zu einem solchen Spielgerät in der Pause kommt. Ich habe Schüler der zukünftigen vierten Klassen von Frau Hösel und Frau Albrecht, die habe ich schon eine Stunde bei mir gehabt und die haben dann mit mir gelernt, wie man die Bücher, die Spiele ausleihen kann. Und zwar wird das so sein, wenn ihr was ausleihen möchtet aus der Kiste, müsst ihr euer Schreibmäppchen mit in die Pause nehmen und man kann dann das Schreibmäppchen als Pfand abgeben und dann bekommt man ein Spiel. Und die Ausleiherinnen aus der Klasse von der Frau Hösel, die stehen mal auf und winken mal gerade, damit man die sieht. Da hinten sind sie. Und ab morgen könnt ihr bei den beiden dann, die stellen sich mit der Tonne da oben hin,
und ihr kommt mit euren Mäppchen und dann könnt ihr was ausleihen. Und ihr müsst dann aber die ganze Pause auf das Spiel aufpassen, weil ihr wollt ja nach der Pause euer Mäppchen wieder haben, ne? Dann müsst ihr das Spiel am Wer noch schreiben will, vorausgesetzt, und nach der Pause gebt ihr das Spiel wieder ab und bekommt euer Mäppchen zurück. Wirklich welche drin zu sein, da geht das weiter, das weiß ich ganz genau, ist die gleiche Klasse. Jule Hacken. Klasse 3, Klasse 3, Matthias Wilhelm. Oh. Auch aus Klasse 3, Florian Johann. Jakob.
Im vierten Schuljahr gibt es auch eher Urkunden zu verteilen. Adriano Azzarotti. Da muss ich sportlich nach unten bewegen, sonst klappt das nicht. Auch aus der vierten Klasse herzlichen Glückwunsch für Lennart Blau. Auch aus der Klasse 4, Angelina Eckel. Herzlichen Glückwunsch! Ja. 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 Ja.